Hi zusammen, wir haben ja heute von Humax den iCord Evolution, das Home Entertainment Center, beziehungsweise klassisch gesagt ein SAT-Receiver mit einer kleinen Besonderheit, denn es ist ein 4-Satelliten-Tuner, das heißt, wir können hier gleichzeitig 4 Sendungen auf die 1 TB Festplatte aufnehmen. Das sind gut und gerne 250 Stunden in HD-Aufnahme. Doch wie immer, bevor wir zu dem Schmuckstück kommen, ganz kurz der Lieferumfang. Im Lieferumfang enthalten ist einmal eine Bedienungsanleitung, dann haben wir noch ein HDMI-Kabel und 4 kleine Schrauben, die man gebrauchen kann, wenn man den Festplattenslot erweitern möchte. Wie das geht, zeige ich euch gleich. Doch bevor es losgeht, einmal ganz kurz das gute Stück in der Rundumansicht. Was gibt es groß zu erzählen? Im Grunde nicht wirklich viel, denn hier steckt eine Menge Technik drin, das sozusagen viele Möglichkeiten bietet. Wie gesagt, einmal ist die Möglichkeit, sozusagen Inhalte direkt aufzunehmen. Das heißt, wir haben da die 1 TB Festplatte, die 250 Stunden aufnimmt. Des Weiteren sind das 4 gleichzeitige Aufnahmen oder 3 Aufnahmen und einmal live am Fernsehen sehen. Oder aber das gute Stück kann auch Sendungen direkt auf das Smartphone spielen im Heimnetzwerk. Das heißt, ihr schaut fern, der Partner guckt am Tablet Fußball und. Je nachdem, wie ihr das möchtet. So, von der Front her sieht das Ganze alles matt glänzend silber aus. Nicht wundern, wir haben hier ein Touch-Control-Pad, sozusagen 4 Richtungen, aber der reagiert auf Touch-Eingaben. Ebenso gibt es hier drunter, das zeige ich euch gleich, die Power-Knopf, auch per Touch, und ein Display, der sich ungefähr hier befindet, der den aktuellen Sender anzeigt. Des Weiteren haben wir hier vorne hinter der Klappe versteckt die 2 CI-Plus-Steckplätze, das heißt, hier könnt ihr 2 CI-Plus-Module einlegen. Und dann haben wir hier den Wechselrahmen für eine 2,5 Zoll SATA-Festplatte. Das ist gar nicht so unwichtig, denn hier kann man ganz einfach durch wenige Handgriffe den Speicher verdoppeln. Und dann kommen wir auch schon zur Rückseite, um euch die restlichen Anschlüsse zu zeigen. Da haben wir einmal hier den Powerknopf, dann den Lüfter. Hier haben wir einen Ethernet-Netzwerkanschluss mit einem Gigabit-Netzwerk. Darunter einen USB-Anschluss, einen weiteren USB-Anschluss, den HDMI-Ausgang, dann den optischen digitalen Ausgang und analoge Video- und Audio-Ausgänge, sowie hier die beiden Anschlüsse für das SAT-Antennenkabel. Wobei der Receiver auch gut mit einer Einkabellösung zurechtkommt. So sieht das Ganze im Betrieb aus. Das heißt, wir haben hier den Ein- und Ausschalter. Dann haben wir hier einmal den Sendernamen und darunter das Steuerkreuz, mit dem ich dann auch sozusagen Funktionen auswählen kann. So, aber bitte nicht wundern, wir haben hier keinen Empfang. Das Ganze habe ich zu Hause schon mal getestet. Nach dem Druck auf die Home-Taste öffnet sich sozusagen unten unser kleines Menü. Hier haben wir dann die Option Live-TV, Programmführer, Aufnahmen, Media Center, TV-Apps und die Einstellungen. Bei den Aufnahmen findet man dann im Grunde alle vorher aufgenommenen Sendungen. Das heißt, ich suche einfach aus, was wir irgendwie gucken wollen. Drücke rauf und schon fängt er an, diese Sendung wiederzugeben. Kann dann natürlich die Lautstärke verändern. Ja, dann gibt es die Möglichkeit, halt im Media Center, TV-Apps und in die Einstellungen zu gehen. Ich mache mal kurz den Ton wieder aus. Den brauchen wir jetzt nicht. So, in den Einstellungen hat man dann im Grunde die wichtigsten Funktionen: allgemeine Einstellungen, dann die Netzwerkeinstellungen, LAN, WLAN konfigurieren, den Netzwerkserver, das heißt den Humax Receiver als Netzwerklaufwerk freigeben, dann die Dateifreigabe, Bluetooth zum Anschluss von Kopfhörern oder Headset oder Bluetooth-Lautsprechern, Tastatur, Maus geht auch,
SAT-IP ist dann im Grunde die Möglichkeit, das SAT-Signal, was man nimmt, im Heimnetzwerk zu verteilen und dann an anderen Geräten sozusagen sich anzuschauen. Die Aufnahmeeinstellungen sind auch selbsterklärend, Systemeinstellungen, Timer, Kontrolle der Energieverwaltung und halt am Ende noch die Signaleinstellungen. Dann gibt es auch noch hier die TV-Apps, das ist dann sozusagen, vielleicht jetzt nicht, weil wir gerade nicht im Internet verbunden sind, hier habe ich dann die Möglichkeit, verschiedene Programme aufzurufen und am Ende der Programmführer, der bringt uns gerade noch nicht viel, da wir gerade nicht im Satellitenverbund sind. Ja, im Grunde ist es das auch schon vom SAT-Receiver Humax iCord Evolution. Ich hoffe, er hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.